Plenum TV, das Magazin mit diesen Themen. Alkohol auf öffentlichen Plätzen ist nun durch die Gemeinden regelbar. Debatte um das Reintanzen in die stillen Feiertage entbrannt und die Verabschiedung des Landesentwicklungsprogramms. Außerdem im Porträt Landtagsabgeordnete Erika Görlitz von der CSU. Da haben wir uns jetzt so geeinigt, dass man hier lückenlos, und das war ja vielleicht auch noch mal wichtig, dass du das oben bekräftigen lässt, dass das Jahr ohne Pause weitergeht. Erika Görlitz beim Gemeindebesuch in Bar Ebenhausen. Aktuelles Thema: Baumaßnahmen zum Hochwasserschutz. Die CSU-Abgeordnete macht sich immer gerne selbst ein Bild der Situation. Das weiß der Bürgermeister zu schätzen. Ich habe die Frau Görlitz darum gebeten, sich oben einzusetzen im Ministerium, dass es hier keine Verzögerungen mehr gibt, sondern dass wir wirklich nächstes Jahr mit dem Bau beginnen können. Mobiler Hochwasserschutz, natürlich auch ein Wunsch der Anwohner. Die 60-jährige Direktabgeordnete geht auf die Menschen zu. Solche Ortstermine sind ihr lieber als die Aktenarbeit im Büro. Es ist der erste von 5 Terminen, bei denen wir die CSU-Politikerin begleiten. Weiter geht es durch den Stimmkreis Pfaffenhofen-Schrobenhausen. In Klosterberg überzeugt sich Erika Görlitz von der Umsetzung der Städtebauförderung. Nicht nur der Bürgermeister ist froh, dass die Baumaßnahmen so gut gelaufen sind. Das ist ein großer Vorteil als Abgeordnete, dass man natürlich sehr viel bewegen kann und dass man das natürlich auch für die Bürger machen kann. Und darum freut mich das, wenn dann so ein Abschluss da vorhanden ist wie jetzt hier, dass man sieht, dass das auch problemlos gelaufen ist. Das zieht sich zwar immer hin über Jahre, aber wenn das kontinuierlich vorangeht, dann bin ich immer sehr froh. Ja, toll, super, habt ihr es gemacht. Ganz gut, schön. Dritter Termin des Tages. Erika Görlitz bedankt sich im Schrobenhausener Kindergarten Maria Warth für die Teilnahme an einer Briefmarkensammelaktion. Mit Sortierung und Verkauf der Marken verdienen Menschen mit Behinderung Geld. Für die Abgeordnete ein wichtiges Anliegen. Ihr ältester Sohn ist selbst schwer behindert. Während sich Erika Görlitz früher als Elternbeiratsvorsitzende im schulischen Bereich engagierte, setzt sie sich als Abgeordnete für alle Politikbereiche ein. Zum Beispiel für schnelles Internet. Die Gemeinde Gachenbach hat 100.000 Euro Zuschuss vom Freistaat bekommen, um ihre Ortschaften wie Weilach anzuschließen. Es sind solche Erfolge, für die Erika Görlitz gerne durch ihren Stimmkreis reist. Vor allem, wenn man die Ortstermine gut verbinden kann. Zu Fuß geht es weiter zu Termin Nummer 5 an diesem Tag. Ja, gut. Also, vielen Dank, war sehr interessant. Gell? Weiterhin viel Erfolg wünsche ich, dass viele anschließen. So. Also, für dich, vielen Dank nochmal. Gell? War wirklich sehr interessant. Ja, danke. Servus. Beim Seniorennachmittag im Weilacher Pfarrheim kommt Erika Görlitz zum ersten Mal kurz etwas zur Ruhe. Bald hat sie mehr Zeit für sich. Nach 15 Jahren als Landtagsabgeordnete tritt sie dieses Jahr nicht mehr zur Wahl an. Ein bisschen Wehmut überfällt mich da schon, muss ich ehrlich sagen, weil ich natürlich schon an der Arbeit hänge und auch den Kontakt mit den Menschen sehr gern mag. Ist auch schön, mit der Politik gestalten zu können. Also ein bisschen wehmütig ist man durchaus. Ich habe jetzt ein gewisses Alter erreicht, ich habe eine sehr große Erfahrung und ich denke, dass wenn wieder neue Leute nachkommen, dass auch wieder neue Gedanken einfließen. Also ich halte es für eine gute Zeit, jetzt zu gehen, wo man vielleicht noch eher sagt, oh, warum hörst du schon auf? Ganz will sich die 60-Jährige nicht zurückziehen. Sie will ehrenamtlich weiter Politik gestalten. Der Landtag verliert mit Erika Görlitz allerdings eine bürgernahe, gewissenhafte und engagierte Abgeordnete. Viele Jahre baute die Regierung am neuen Landesentwicklungsprogramm LEP. Es soll richtungsweisend sein für eine gleichmäßige Strukturverbesserung im Freistaat. Verkehr, Wirtschaft oder Bebauung. Vom Plan erwarten sich besonders die Regionen neue Impulse. Doch der LEP blieb bis zuletzt umstritten. Trotz über 60 Änderungswünschen aus allen Landesteilen wurde er verabschiedet. Und das Landesentwicklungsprogramm, wie es heute verabschiedet werden soll, tritt eigentlich sehr, sehr viel von diesen Vorgaben in die Tonne. Das wird dazu führen, dass eher nach marktwirtschaftlichen Kriterien sich Bayern entwickelt. Das wird den Randregionen, zu denen ich jetzt auch den Bayerischen Wald zum Beispiel zähle, von dem ich komme, wird diesen schaden und es wird zu einem Überhitzen der zentralen Räume führen. Niemand außer der Staatsregierung will diesen Entwurf. Es wird kritisiert, dass die zentralen Orte nicht überarbeitet worden sind. Das haben wir in der Tat angesichts der Zeit bis zum Ende der Legislaturperiode nicht mehr geschafft, aber da ist eine Teilfortschreibung gleich zu Beginn der nächsten Legislaturperiode, also im Jahre 2014, vorgesehen. Es ist nicht definiert,
dass die Schulen in Zukunft eine Bestandsgarantie haben. Es ist nicht garantiert, dass die erneuerbaren Energien zum Erfolg kommen. Es sind die Verkehrsanbindungen zu wenig garantiert. Es ist das schnelle Internet zu wenig garantiert. Es sind teilweise Willenserklärungen drin, aber zu wenig greifbare, konkrete Umsetzungsschritte. Und es ist auch zu wenig Landwirtschaft drin. Und insofern sage ich, dieses Landesentwicklungsprogramm wird gerade den Ansprüchen der ländlichen Räume zu wenig gerecht. Ein anderes Thema bewegte viele Abgeordnete persönlich. Sollen die sogenannten stillen Feiertage dem Partywunsch der Jugend entgegenkommen? Auf Drängen des Koalitionspartners FDP zeigte sich auch die CSU zu Kompromissen bereit. Das Reintanzen in den Feiertag sei für sie kein Sakrileg mehr. Also diese Diskussion jetzt 2 Stunden hin oder her, vielleicht bin ich schon ein bisschen aus dem Alter raus, aber ich habe jetzt niemanden bisher getroffen, der sagt, also diese 2 Stunden sind jetzt absolut entscheidend, was das Mehr an Feiern angeht, aber auch die Frage, ob jetzt damit der Schutz der stillen Tage völlig in den Bach runtergeht. Ich glaube, beides ist nicht der Fall. Es gibt genügend Gründe, an der bisherigen Regelung festzuhalten. Und wenn wir einmal hinterfragen, was 2 Stunden mehr an 9 Tagen im Jahr bringen soll, ein wirtschaftlicher Effekt kann es wohl nicht sein. Das christsoziale Entgegenkommen bei den stillen Feiertagen ist offenbar gekoppelt mit einem Zugeständnis des Koalitionspartners FDP. Die soll sich gefügig zeigen beim Alkoholverbot auf öffentlichen Problemzonen. Bayerns Gemeinden, so die CSU, sollen den Suff in der Öffentlichkeit trockenlegen. Also das wissen wir doch spätestens seit der amerikanischen Prohibition, dass man mit Verboten diesem Problem des Alkoholmissbrauchs nicht Herr wird. Also frage ich mich, was soll das jetzt? Wir brauchen positive Anreize für die Jugend, vor allen Dingen, die ist ja da in erster Linie gemeint, dass sie halt lernen, ihre Freizeit sinnvoll zu nutzen und nicht an irgendwelchen Plätzen in den Städten rumzuhängen und sich mit Alkohol vollzudröhnen. Es gibt in einigen Kommunen Plätze, die sind besonders brenzlig, was den Alkoholkonsum und die damit einhergehenden Bedingungen eben bedeutet. Und deshalb ist es gut, wenn man den Kommunen hier an der Stelle eine Handlungsmöglichkeit gibt. Wir haben hier überhaupt in der Landespolitik in weiten Teilen die sogenannte Subsidiarität. Das ist vernünftig, dass vor Ort je nach tatsächlichen Gegebenheiten das geregelt wird. Es gibt sicherlich auch Orte, wo das nicht nötig ist. Dann kann man es gehen lassen. Und dort, wo es sinnvoll ist, soll man es halt machen, je nach Bedarf. Das ist auch gut, eine Absprache mit den örtlichen Polizeikräften. Sowohl zu den stillen Feiertagen als auch zum Alkoholverbot in Problemzonen wurde die Abstimmung vertagt. Manche munkeln, entschieden wird erst nach der Landtagswahl im Herbst. Plenum TV kontrovers, das Thema das Landesentwicklungsprogramm. Ich begrüße 2 Herren aus dem Ausschuss für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie. Klaus Stöttner von der CSU und Alexander Mutmann von den Freien Wählern. Herr Stöttner, das Landesentwicklungsprogramm ist neu. Was haben Sie daran geändert? Es soll schlanker sein, es soll flexibler sein. Ja, die Ausgangssituation bei uns war ja, dass es viele Probleme gegeben hat, dass LEP eigentlich draußen bei den Gemeinden, bei den Landkreisen immer so ein bisschen das Verhinderungsprogramm war, um Dinge anzusiedeln. Und aufgrund dessen hatte unser Ministerpräsident deutlich gemacht, sagte, Leute, beginnen wir diese LEP auf einem weißen Blatt Papier. Wir schreiben nur das drauf, was wirklich sein muss. Quasi die Verantwortung mehr nach außen geben, an die Landkreise, an die Kommunen geben, was ja im Grunde ein guter Ansatz ist. Aber im Detail hat man gemerkt, man muss doch die wichtigen Dinge in das Programm reinschreiben, weil Bayern braucht einen Bayernplan. Wie soll sich Bayern entwickeln, damit die Strukturen erhalten bleiben. Aber das ist genau zu unsicher, sagen Sie, Herr Mutmann. Ja, wenn der Herr Stöttner sagt, die wichtigen Dinge gehören ins Landesentwicklungsprogramm, dann ist diese Erkenntnis ja richtig. Dann stellt sich die Frage, warum ist das nicht passiert? Wir sind uns einig über alle Fraktionen hinweg, dass das Landesentwicklungsprogramm einen Entwurf für ganz Bayern für die nächsten 15, 20 Jahre darstellen soll. Gleichwertige Lebensbedingungen in ganz Bayern, da sind wir uns einig. Aber das Landesentwicklungsprogramm beantwortet nicht, und das ist unser Hauptkritikpunkt, wie wir dahin kommen wollen, welche Instrumente eingesetzt werden, was die Menschen in Bayern konkret erwarten können. Herr Stöttner, was erwarten denn die Bayern? Der Herr Mutmann hat vollkommen recht, wir haben ja unterschiedliche Situationen. In Bayern ist ein Flächenland, wir haben in Oberfranken andere Situationen mit der Demografie als wie in Oberbayern. Deswegen sind die Herausforderungen in Oberbayern eine ganz andere wie in Oberfranken, und diese demografische Entwicklung, quasi diese Ansiedlung von Firmen in den Gebieten, auch was unser gemeinsames Thema ist, Glasfaserverkabelung für ganz Bayern, das sind Herausforderungen, die man sich stellen muss. Und ich glaube, Bayern gibt
von der praktischen Arbeit viele Antworten auf diese Fragen, die man vielleicht vermisst. Aber Bayern wurde ja bisher nicht so schlecht geführt. Wir stehen im Ländervergleich ja hervorragend da. Deswegen ist dieser Bayernplan ja ein gut gewählter Plan und etwas schlanker geworden. Allein die Tatsache, dass Bayern im Ländervergleich gut dasteht, enthebt uns ja nicht der Verpflichtung, auch für die Zukunft weiter zu planen, um eine gute Entwicklung auch sicherzustellen. Der Herr Stöttner weist darauf hin, dass wir in Bayern höchst unterschiedliche Entwicklungen der Geschwindigkeiten haben. Der Ballungsraum, insbesondere um München, ist natürlich wirtschaftlich sehr, sehr stark, während andere Räume mit Abwanderung beispielsweise zu kämpfen haben. Und gerade in den Räumen, wo die Menschen weniger werden, wo vor allem die jungen Menschen weniger werden, stellen Sie sich alle die Frage, wie wird unser Schulsystem, wie wird vor allem auch unser Schulnetz aussehen, wie schaut es aus mit den Krankenhäusern, wie schaut es aus mit der Fachärzteversorgung, wie schaut es aus mit dem ÖPNV in der Zukunft, in den nächsten 10, 15 Jahren. Und da bleibt dieses Programm jede Antwort schuldig. Ganz kurz noch ein anderes Thema, die Bodenversiegelung oder der Flächenfraß. Wie steht es hier? Das ist natürlich ein Thema, gerade auch unter dem Eindruck der Hochwasserkatastrophen der letzten Wochen wird deutlich, dass wir darauf insgesamt ein besonderes Augenmerk legen müssen. Wo versiegelt wird, ist zum einen natürlich in der Verantwortung der Kommunen mit der Bauleitplanung, wie sie ihre eigenen Hoheitsgebiete entwickeln wollen, aber darüber hinaus auch die staatliche Planung, wenn es um Straßen, wenn es um Infrastruktur des Staates geht, ist auch mit besonderem Bedacht darauf Wert zu legen, dass wir die Versiegelung insgesamt reduzieren. Wir haben ja heute 30 Hektar täglich, was versiegelt wird, allein in Bayern. Das wollen wir massiv reduzieren. Und da gibt es zumindest einen deutlichen Hinweis in diesem Landesentwicklungsprogramm. Das halten wir auch für richtig und notwendig. Genau, dieses Thema ist ein gutes Thema, weil wir sagen, bevor draußen was gebaut wird, außerhalb der Dörfer und der Städte, geht Innenbereich, geht vor Außenbereich. Diese ständige Entwicklung, dass die Läden in den Städten leer stehen und draußen entstehen große Einkaufscenter, das wollen wir nicht. Wir wollen die Stärkung des Innenbereichs. Und erst wenn der Innenbereich gut entwickelt ist, kann man nach außen hin wachsen. Und das ist, glaube ich, ein guter Ansatz. Und wir waren uns auch einig, dass wir diese Zersiedlung Bayerns nicht wollen. Und deswegen versuchen wir diese Flächenfraßentwicklung mit dieser Innenbereich, vor Außenbereich als wichtige Überschrift auch zu leben. Aber lassen Sie mich noch einen Satz zu dem zentralen Ortesystem sagen. Da sagt der Herr Stöttner, das muss jetzt noch nachgearbeitet werden. Da gibt es einen Landtagsbeschluss aus dem Jahre 2006 bereits von der CSU insgesamt auch mitgetragen, dieses zentrale Ortesystem zu aktualisieren, zu überarbeiten, weil es für mangelhaft gehalten wurde. Jetzt sind wir 7 Jahre später und immer noch ist dieses Thema unbearbeitet ein ganz zentraler Punkt für die Entwicklung Bayerns insgesamt und dokumentiert auch, wie schwach, wie wenig leidenschaftlich dieses Thema angegangen worden ist und wie wenig ernsthaft es betrieben worden ist. Sehr zum Bedauern der Opposition, aber vor allem zum Schaden des Freistaates. Darf ich einmal ganz zum Schluss noch ein Statement haben zum Landesentwicklungsprogramm, in einem Satz zusammengefasst? Landesentwicklungsprogramm ist eine zentrale Aufgabe bayerischer Politik, die bislang nicht geleistet ist, weswegen wir in der nächsten Legislaturperiode neu anpacken müssen, um den Menschen zu sagen, wo und wie sich Bayern weiterentwickelt, insbesondere in den ländlichen Räumen. Herr Stöttner. Dieses Landesentwicklungsprogramm ist ein guter Bayernplan, weil Bayern so unterschiedlich ist mit ihren Strukturen, mit ihren Menschen, jeder andere Bedürfnisse und dort eine Linie vorzugeben, wie ein Adler, der über Bayern fliegt und sieht, Bayern ist ein schönes Land und ich möchte es nicht zersiedelt haben. Ich möchte auch die Landschaft erhalten haben, die Berge, die Seen, unsere schönen Burgen und keine solche Zersiedelung, wie Österreich es hat. Deswegen glaube ich, dass wir gemeinsam das gut gemacht haben und dass wir eine gute Grundlage geschaffen haben, wo wir nächstes Jahr nochmal das ergänzen werden mit unseren zentralen Orten. Vielen Dank, Herr Stöttner. Und das war's auch schon wieder mit Plenum TV, das Magazin.